Willkommen, Freunde. Es gibt verschiedene Menschen, aber wir glauben, dass es sehr viele gute Menschen gibt. In der Nähe eines Ladens mit fertigen Speisen saß oft eine Katze völlig unbestimmten Alters und unscheinbarer Farbe. Sie war noch nicht alt, aber das Leben hatte ihr zugesetzt. Sie hatte nur noch ein Auge, das zweite, das bei einem brutalen Kampf verletzt wurde, ist vollständig ausgelaufen. Sogar das Augenlid war geschlossen, als ob es das Auge nie gegeben hätte. Statt eines langen Schwanzes hatte sie einen kurzen Stummel, kürzer als die Hälfte der ursprünglichen Länge. Wie sie ihren Schwanz verlor, daran mochte sich die Katze nicht erinnern. Jeden Tag nahm sie ihren Platz an der Ladentür ein und wartete schweigend. Sie war wegen ihres flauschigen Fells von beeindruckender Größe. Es war ein Laden für fertige Speisen. Hier war alles lecker. Pasteten, Salate und auch die Hauptgerichte. Es gab immer viele Kunden. Manchmal stolperten die Leute nach dem Einkauf über eine Katze, die ihnen unter die Füße geriet. Dann konnte sie einen Tritt bekommen. Aber sie hat nie um sich gebissen. Sie ist einfach zur Seite gegangen und wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Und irgendjemand hat ihr ein Stück Wurst oder Pizza gegeben. Es gibt verschiedene Menschen. Ein einsamer älterer Mann kam gerne hierher. Seine Frau war längst gestorben. Die Kinder lebten ihr eigenes Leben und besuchten den alten Mann nur gelegentlich. Er fühlte sich auch allein wohl und litt nicht unter Einsamkeit. Er mochte nicht gerne kochen, aber gerne lecker essen. In diesem Geschäft holte er sich Speisen, die er am Abend aß. Dann las er oder schaute fern. Im Ruhestand ist das Leben geruhsam. Der Mann hieß Bartosch. Aber eines Tages wurde Bartosch in seiner Ruhe gestört. Im Haus hatte sich eine Maus einquartiert. Der alte Mann erinnerte sich nicht mehr, wann ihm zuvor so schlaue und unverschämte und vor allem kluge Tiere begegnet waren. Es gab Mäuse, die früher in sein Haus eingedrungen waren. Aber die Mausefalle funktionierte einwandfrei und nach ein oder zwei Tagen war wieder Ruhe. Dieses Mal war die Maus laut und raschelte in den Schränken. Sie lief um die Mausefalle herum und fiel nicht auf den angebotenen Käse herein. Sobald der Rentner sich in den Sessel vor den Bildschirm setzte, begann die Maus, sich wie im eigenen Haus zu fühlen und selbst der Ton des Fernsehers konnte das Rascheln nicht übertönen. Den Rentner, der Ordnung über alles schätzte, störte der Gedanke an die Anwesenheit einer Maus. Er fing sogar an, über eine Katze nachzudenken. Aber der Mann konnte nicht verstehen, wie man sich Katzen mit Flöhen ins Haus holen kann. Er tat den Katzen nichts Schlechtes, aber er hat sie auch nicht gemocht. Das Fass zum Überlaufen brachte das dreiste Verhalten des Nagetiers direkt vor seiner Nase. Die Maus kam in den Raum und der alte Mann fühlte sich, als würde sie ihn verspotten. Da schmiedete der Mann einen Plan. Er wird die unansehnliche Katze mitnehmen, die in der Nähe des Feinkostgeschäfts lebt. Eine Art Vertrag. Die Katze wird es warm haben, bis sie die Maus frisst. Anschließend wird sie wieder auf die Straße zurückkehren. Der Mann ging zum Laden. Die Katze war nicht zu sehen. Der verärgerte Mann kaufte Salat, Fleischpasteten und sah die Katze erst beim Hinausgehen. Ohne zu wissen, wie man Tiere richtig anfasst, hob Bartosch die Katze einfach am Nackenfell hoch und trug sie am ausgestreckten Arm. Das Tier verhielt sich seltsam. Die Katze wehrte sich nicht, hing wie ein Lappen und unterwarf sich dem Schicksal. Auf dem Weg erklärte der Mann der Katze ihre Arbeit. Sie solle die störende Maus fangen, sie nach Belieben fressen und dann in die Freiheit zurückkehren. Alles ganz einfach. Im Haus war die einäugige Katze ein wenig verwirrt, schaute sich um, blickte mit dem einzigen Auge verständnislos auf den alten Mann. Bartosch nahm logischerweise an, dass sich das Tier an dem neuen Ort erst zurechtfinden muss, um die Taktik zum Fangen der Maus zu entwickeln. Die Maus verhielt sich ruhig und zeigte sich nicht. Der Mann setzte sich zum Ausruhen in den Sessel. Einäugig, zusammengerollt, schlief die Katze auf dem Boden in der Küche ein. Nach einigen Stunden lief sie zum Sessel des Mannes und miaute leise. Als der alte Mann aufstand, lief die Katze zur Haustür und der Mann verstand, dass sie nach draußen wollte. Das Verhalten der Katze deutete darauf hin, dass sie in ihrer Vergangenheit bereits bei Menschen gelebt hatte. Der Mann öffnete die Tür und die Katze lief hinaus, kam aber nach ein paar Minuten zurück.
Bartosch ließ sie hinein und murrte leise, dass sich die Katze an das Gute gewöhnen würde. Aber ihm würde das nichts bringen. Er hatte nicht die Absicht, die einäugige Katze bei sich zu behalten. Er forderte die Katze mit Kommandostimme auf, die Bedingungen ihres Aufenthalts im Haus zu erfüllen. Und die Hauptaufgabe ist, die Maus zu fangen. Die Maus, die den Geruch der Katze witterte, hielt sich verborgen. Sie zeigte sich erst am späten Abend mit einem leisen Rascheln, aber die Katze reagierte nicht darauf. Durch dieses Verhalten verärgerte sie den Herrn des Hauses. Der nahm die Katze und trug sie in die Küche, setzte sie vor den Schränken runter und befahl, das Nagetier zu fangen. In dieser Nacht wurde die Maus nicht gefangen, aber sie war auch nicht zu hören. Der Mann ließ die Maus Maus sein und verstand, dass die Katze gefüttert werden musste und gab etwas von der Fleischpastete ab. Die Katze nahm die Speise mit Würde an. Sie stürzte sich nicht auf das Essen, sondern kaute langsam, wie mit Genuss. Die Katze lebte schon 4 Tage im Haus und die Maus fühlte sich immer noch unter dem Waschbecken und im Mülleimer zu Hause. Bartosch beschlich der Gedanke, dass die Katze die Maus absichtlich nicht fängt, denn sie versteht, dass sie, sobald sie den Vertrag erfüllt hat, wieder auf die Straße zurückkehren wird. Im Haus lebte die Katze gut, es war warm und das Essen war lecker. Als sie den angebotenen Fisch sah, erstarrte sie, hob den Blick und begann dann erst zu fressen. Nach dem Mahl tat sie etwas Unglaubliches. Sie lief zu dem alten Mann und rief ihren flauschigen Kopf an seinen Händen. Dann rieb sie sich an seinen Füßen und schnurrte leise. Bartosch spürte etwas Warmes und Angenehmes, zog sich aber schnell zurück und schob die Katze vorsichtig weg. Das hatte noch gefehlt, Geschmuse zu beginnen. Dankbarkeit ist gut, aber es wäre schön, wenn sie die Maus fangen würde. Der Mann hatte sich schon mehrmals selbst für seine Schwäche ausgeschimpft. Es war nicht geplant, dass das Tier so lange in seinem Haus bleiben würde. Eines Nachts fing die Katze das verfluchte Nagetier. Bartosch wachte tief in der Nacht vom krachenden Geräusch in der Küche auf. Am Morgen brachte der Mann die Katze an ihren Platz beim Laden zurück. Er fühlte sich dabei nicht gut, aber er schrieb es der Wetterfühligkeit zu. Die Katze zeigte auch jetzt keinen Widerstand, weil sie den Verrat von Menschen nicht zum ersten Mal erlebte. Sie hatte von ihnen schon Schlimmeres erlebt. Der einäugige Jäger kehrte mit gesenktem Schwanz traurig an seinen Platz an der Ladentür zurück. Der alte Mann dachte für eine Minute, dass im Winkel des einzigen Auges der Katze so etwas wie eine Träne funkelte, aber er winkte ab und ging schnell fort. Am Abend desselben Tages horchte der alte Mann überall, aber die Maus war nicht zu hören. Auch war niemand vor der Tür, der Mann ging extra ein paar Mal hinaus. Die Katze hätte sich an den Weg erinnern und zurückkommen können, aber sie kam nicht zurück. In der Nacht schlief Bartosch schlecht. Der Frost wurde stärker, der Wind heulte unter den Fenstern und der Schnee fiel unaufhörlich. Der Mann dachte immerzu an die Katze, wo sie jetzt wohl ist, einäugig und stolz. Gibt es einen Ort, an dem sie unterschlüpfen kann? Der Mann war wütend auf sich selbst. Er war ein alter Idiot, der ein Tier verraten hatte, das ihm vertraute. Er hat es nie gestreichelt. Der Mann wusste, dass er es aus einem einzigen Grund nicht getan hat. Er hatte Angst, dass er die Katze nicht mehr auf die Straße zurückschicken kann, wenn er sich diese Schwäche erlaubt. Schlafmittel halfen nicht und der alte Mann war lange vor der Öffnung in der Nähe des Ladens, aber die Katze war nirgendwo. Zuerst kamen die Verkäufer und Köche, dann die ersten Kunden, aber die einäugige Katze tauchte nicht auf. Bartosch machte sich Sorgen um die Katze, ob sie diese kalte Nacht überleben konnte. Der alte Mann hatte eine Tasche in der Hand, aus der der Geruch von Gebäck und frischem Fisch kam. Die Katze erschien erst nach einigen Stunden, lief langsam über den festgetretenen Schnee. Als sie den alten Mann sah, erstarrte sie. Natürlich erkannte sie ihn, aber sie eilte nicht zu ihm. Sie lief einfach an dem Mann vorbei zu ihrem Platz an der Tür, als würde sie sagen, du machst dir keine Sorgen, es ist wie früher, als wärst du zu Hause und ich hier. Da konnte Bartosch sich nicht mehr zurückhalten. Er hätte sich das nie erlaubt, aber jetzt war es ihm erstaunlich egal, was die Leute denken würden, wie der stolze alte Mann vor einer einäugigen Katze niederkniete. Der Mann streckte seine Hand aus und streichelte die Katze. Die legte die Ohren an und erstarrte. Der Mann sagte, dass es viel besser sei, auf einem Sessel zu schlafen als im Schnee.
Er entschuldigte sich und gab sein Wort, die Katze nie wieder auf die Straße hinauszuschicken. Die Katze rieb sich an den Händen des Mannes. Sie hatte dem Menschen vergeben. Der Mann trug die Katze nach Hause und drückte sie vorsichtig an sich. Diese Geschichte wurde vom Sohn des Mannes im Internet geteilt. Er war froh, dass sein Vater nicht mehr allein war. Das war's für heute. Schreibt in den Kommentaren, ob euch die heutige Ausgabe gefallen hat. Gebt dem Video ein Like und bis bald!